Hier war nur ein Lagerraum. Da waren Viecher. Hier war das Kraftwerk und da wollte ich in den Reaktorraum und kam aber nicht rein. Warum eigentlich nicht? Weil ich irgendeine verschollene Trulla mit dem Ausweis gesucht habe. Langsam dämmert's mir wieder. Wollen wir vielleicht was anderes spielen? Talia Brooks, die zuletzt in der Kühlmittelkammer gesehen wurde. Müsste die Schlüsselkarte zum Reaktorraum, zu den Büros der Techniker haben. Kühlmittelkammer könnte doch aber auch die Kühlmittelkammer sein bei dem Koch, oder? Komme ich denn da jetzt wieder hin? Oh Gott. Lobby. Also mal in die Lobby. In der Lobby bin ich dann halt aber wieder in der Lobby, ne? Die ist dann ja hier. Wenn mir jetzt mal jemand sagen könnte, wo der Knilch hier rumhängt, Alter. Jetzt sind die Monster nicht wieder gespawnt. Er muss ja quasi irgendwo da sein, wo wir noch nicht drinne waren. Hätten wir ihn bestimmt gelootet. Da unten war er ja, glaube ich, nicht. Können wir spaßeshalber nochmal nachgucken. Hier unten war ja quasi gar nichts. Ich kann mir hier ein paar Aale nehmen, aber wer will das schon? In der Lobby bin ich halt einfach wieder in der Lobby. Naja, ich wollte damit sagen, dass es einfach, dass ich dann nicht mehr in der Lebenserhaltung bin. Leute, ihr seid doch kacke. Ihr wisst, was ich meine. Wenn er hier unten nicht liegt, dann muss er ja irgendwo hier oben sein. Ich würde ja vermuten, er ist in unseren scheiß Tank reingefallen. Aber... kommt man, glaube ich, gar nicht rein. Wird es ihm auch nicht übel nehmen, wenn er sich hier irgendwo versteckt hat, aber dann doch bitte da, wo ich ihn auch finde. Und da sind wir damals gekommen. Dann sind wir hier hochgesprungen. Macht doch alles keinen Sinn. Hier drinnen waren wir auch. Da war auch niemand. Das ist schon ziemlich strange gerade. Nachdem du den Speedrun gesehen hast, wartest du einfach darauf, dass ich wieder mal, dass ich out of bounds gehe. Ich war ja schon mal. Ist mir ja schon mal passiert. Ich bin ja schon mal aus der Map gefallen. Das war geil. Ihr könnt natürlich, ich mache das mal so, wie die größten Streamers auch immer machen.
Wenn ich mich verquassel oder so, könnte das natürlich entsprechend klippen. Kann ich einen Clip-Zusammenschnitt machen. Irgendwann mal. Ich habe keine Ahnung, wo der Vogel ist, ne? Wo soll denn der hier noch sein? Ich habe jetzt alle Leichen gesucht und gefunden, die es hier gibt. Brauchst du schon eine Komplettlösung für Prey, Alter? Ja, Leute, ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich nicht. Ich weiß es nicht. Wo auch immer er sich in der Lebenserhaltung verstecken soll, ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Ich meine, es gibt jetzt auch nicht unglaublich viele Möglichkeiten, wo er sich verstecken könnte. Oder wo seine Leiche sein könnte. Jetzt jemanden mal hier haben, der es durchgespielt hat. Und nichts weiter zum Verwerten. Woher auch? Nicht schon wieder so eine. Warum ist die Taser-Pistole nicht gebunden? Achso, die habe ich ja gar nicht. Keine Deck ist eigentlich real, ja. Das ist wirklich wahr. Das Spiel ist so konsequent, was Out of Bounds angeht. Ja, es kommt davon, wenn man sich überall an jeder Scheißkante hochziehen kann, ne? Damals hat es sowas nicht gegeben. Leute, ich habe keine Ahnung, wo der Knilch hier sein soll. Da oben ist er auch nicht. Da oben war ich ja schon. Ich überlege gerade, ob er sich irgendwo noch in diesen Luftschächten verstecken könnte. Also, dort rumliegen könnte, trifft so eher. Ich kann nochmal nachgucken, aber. Ich bin nicht sonderlich zuversichtlich, muss ich sagen. Hier war der Eingang. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich damals hier lang gelaufen bin. Achso, ja. Hier geht's dann nicht weiter, ne? Ah! Jo. Blöd. Grüß dich, Tracy Ventura. Du hast ab und zu meine Wild West Videos gesehen. Wann spielst du mal wieder und wie lange ist das letzte Video her? Also das letzte Video ist wirklich in der Tat, bestimmt schon, 2 Monate bestimmt schon her. Also der Aufnahmezeitraum und seitdem haben sie, letzter Patch war Ende November und seitdem habe ich dann auch nicht mehr großartig gespielt, weil es keinen neuen Content gab, nachdem ich den Content gespielt hatte. Ja, das ist halt leider, ich warte noch, dass, also Ende, wir wollten im Januar nochmal ein Patch bringen, haben sie bisher noch nicht gemacht und der Januar ist nicht mehr sehr lang, also müssten sie es ja mal langsam tun. Sobald neuer Content kommt, spiele ich natürlich Wild West Online wieder, aber so lange lohnt es sich halt einfach nicht, weil kein Content da ist, den ich zeigen könnte oder der Spiel spielenswert machen würde momentan. Schönen guten Abend, Ignorion. Videospiele sind nicht real. Mann, ich will den Typen finden, der sich angeblich hier irgendwo aufhält. Kann ja eigentlich nur noch hier sein, oder? Also hier war ich überall schon, aber... Der kann sich doch nicht in Luft aufgelöst haben. Warum
Hier schon wieder Gegner. Das werde ich untersuchen. Neue Gegner heißt meistens, dass sich in der Story wieder was getan hat. Achso, Tracy, du hast dir das Game gekauft. Also ich finde es an sich nicht schlecht, der Ansatz ist gut, aber sie haben auch immer fleißig gepatcht in der Anfangszeit. Ich hoffe natürlich, dass sie diesen Patch-Rhythmus auch beibehalten. Sie wollen einiges implementieren, deswegen bin ich ziemlich überrascht, dass noch nichts kam. Das ist ja nur langsam nach Kacke. Jetzt ja mal langsam nachreichen. Kann ich eigentlich Feuer mit Feuer bekämpfen? Nicht so wirklich, aber tot ist er trotzdem. Hauptsache der Technik-Operator, der normale, fliegt mit dem korrumpierten Technik-Operator rum. Passen Sie bitte auf. Ja, komm mal her. Ich will keine Munition verschwenden. Also auf jeden Fall hoffe ich, dass es ein würdiger Gegner zu Red Dead Redemption 2 wird. Das Zeug kennt der Wildwest Online auf jeden Fall. Was ist eigentlich hinter dieser Tür? Eigentlich nur, ist da noch ein Raum? Ach, da war ich doch schon drinnen, ne? War doch hier, wo ich da... Nee, war ich noch nicht drin. Vielleicht ist er da drinnen, der Kollege. Doch keinen zweiten Zugangsweg, ne? Muss ich die Kacke da hacken? Einen zweiten Weg. Keine passende Schlüsselkarte. Man kann das Ding nicht mal hacken, ne? Aber ich wette, er ist da drinne und ich komme nicht rein. Nicht mal ein Lüftungsschacht in der Wand. 100 Pro ist das hier das Rätsel zur Lösung und ich komme einfach nicht rein. Einen zweiten Weg. Warte mal, vielleicht können wir den ja wegblasten. Oh. Ah, hier schon wieder Poltergeist um mich rum? Gott sei Dank vorher gespeichert. Wild West Online ist gleich MMORPG, Red Dead Redemption ist gleich Singleplayer Third Person Open World Shooter. Ah, das wird doch aber kein Singleplayer. Ja, man muss natürlich sehen, die haben das Spiel eigentlich aus dem Nichts rausgezaubert. Ne? Also ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Achtung!
Habe ich hier eigentlich mal versucht, verzweifelt und so irgendwo hochzuklettern? Sieht hier alles hier so danach aus? Bringt mir halt alles nichts, ne? Ich weiß nicht, ob da auf der Lufterkontrolle, ob da Zugang ist. Ich kann halt die Lüfter abschalten, das bringt mir aber nichts. Viecher halt, ne? Ich hasse hier ohne Ende, aber... Die mistige Turbine, die einem die ganze Zeit in die Ohren bläst, ist immer richtig nervtötend. Ich will doch nur da drüben rein. Ach, in die Karte her. Ich kann hier nichts machen, ich muss hier wieder weg. Auch nicht so aus, als wäre da oben irgendwo eine Einstiegsluke. Nervig. Warte mal, was ich noch nicht geguckt habe. Aber hier unten hörten wir auch noch später. Vielleicht von unten eine Luke ist. Ist doch kacke. Wenn man mal jemanden braucht, der das Spiel schon durchgesuchtet hat, der einen Tipp geben könnte, dann ist keiner da. Letzte Frage, Prinzip. Auf welchem Server spielst du? EU oder? Natürlich EU, weil auf den amerikanischen Servern Pingzeiten zu höher sind. Heißt, kommst du wirklich mal in eine Schießerei, hast du natürlich das Nachsehen. Und das ist natürlich ungeil, wenn dich einer wegbatzt. Also ich spiele einen EU-Server logischerweise. Vor allem eigentlich komme ich davon hier gar nicht in Lebenserhaltung, sehe ich gerade. Müsste in die Besatzungsquartiere, wenn die Olle da in der Küche liegen sollte. Dem Ganzen werde ich mal auf den Grund gehen. Hallo, kommen Sie wegen eines Termins? Medizinoperator, wo bist du? Diagnostiziere blaue Flecken, Abschürfungen, Erschöpfung. Bedrohliches, Sie werden sich bald wiedersehen. Besten Dank. Ja, hier ist auch nichts, ne? Alles so ein bisschen... Ja, stimmt, der Hauptaufzug war ja deaktiviert. Weiß ich es auch wieder. Mann, ey, jetzt muss ich ja wieder außen irgendwo rum und... Mann, das ist doch nervig. Ja gut, man muss natürlich sagen, Tracy, man weiß natürlich nicht, wie die Tick-Rates der Server und alles sind. Also kann sein, dass es kaum Einfluss hat, auf welchen Server man spielt. Also weiß ich auch, warum ich hier wieder gestartet bin, ne? Weil ich wahrscheinlich letztens aufgehört habe an der gleichen Stelle mit, ah ja, und nächstes Mal gucken wir mal, wo wir hinkommen. Okay, ich bin jetzt also im Frachtraum. Von da aus komme ich in den Außenbereich und vom Außenbereich bin ich denn in die Besatzungs... Ach, ich bin durch Skatz gegangen. Komme ich ja von hier auch nicht. Ach schon. Also muss ich erst... Ich muss in den Außenbereich. Geil! Ich habe Zeit, dass ich meine Spiele am Stück durchspiele. Wenn es mal so einfach wäre. Oder mir die Streams vorher nochmal angucke. Ja, das könnte ich eventuell mal tun, das ist wirklich wahr.